Ja, hi und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Wie ich ja auch schon in der letzten Folge Chivalry erwähnt hatte, wollte ich ja jetzt mal wieder in den Ferien meine Motivation finden aufzunehmen. Der große Fehler in der letzten Aufnahme war, dass das irgendwie nicht so ganz geklappt hatte mit dem ins Lager reinschleichen bei der RNK, wenn man sich noch irgendwie daran erinnern kann. Ich weiß es selbst kaum noch, weil das schon so ewig lange her ist. Die Folge hatte ich auch schon aufgenommen, bloß da ist alles schiefgelaufen, was nur schieflaufen kann. Die ganze RNK war uns am Hals, das ganze Lager war ausgerottet, die Quest war abgebrochen, war alles durcheinander. Deswegen habe ich einfach nochmal bis zu dem Punkt gespielt, wo wir in dem Legion-Lager waren und die Quest mit dem Vault-Hotel abgegeben haben, mit der einen Frau, die ja von den Omerta-Schlägern bedroht wurde. Und mich jetzt entschlossen, uns einfach mal einem der Add-ons zuzuwenden. Ich weiß gar nicht, welches genau das ist. Können wir mal in den Aufgaben gucken. Die Wiedervereinigung. Reisen Sie zum Canyon-Wrack in der Nähe von Brim und betreten Sie die Kluft. Ja, das schien mir jetzt am passendsten. Die habe ich auf jeden Fall noch nicht gespielt. Das einzige Add-on, das ich bisher mal durchgezockt, nee, nicht mal durchgezockt, angezockt hatte, war das Sierra Madre. Das hat mich so enttäuscht, dass ich zu dem Zeitpunkt sogar mit dem Spiel aufgehört hatte. Bis ich dieses Let's Play wieder angefangen habe. Ja, das war wirklich nicht so ganz witzig. Oh, und das wird auch nicht witzig, da die RNK ja uns böse gesinnt ist. Was? Ach, ich war ja im Legion-Lager. Muss ich ja die Waffe neu ausrüsten. Können wir uns. Nee, den will ich nicht verbrauchen. Aber wie gesagt, wir gucken einfach mal bei dem Add-on rein. Wird schon schief gehen. Aber ich glaube, das macht dann auch mal wieder richtig Spaß, weil es was Neues ist. Neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände, schätze ich mal, sind dabei. Und eine neue gescheite Story, weil hier jetzt nach den einzelnen Quests zu suchen, habe ich auch keine Lust drauf. Die Endschlacht will ich auch noch nicht machen, die hebe ich mir auf. Da es ja doch irgendwas Besonderes ist. Dann gucken wir mal, wie wir uns überhaupt bis zum Start der Quest, beziehungsweise bis zum Start ist uns durchschlagen können. Genau. Welches Wort habe ich gerade gesucht? Vordringen? Das hat aber nicht in den Satz gepasst. Egal. Mega Sniper Scharfschütze aus 2 Metern Entfernung. Diesen Sieg haben wir sicher nur ihren brillanten Lustige war, der hat uns ja irgendwie bemerkt, aber in die Richtung hier geschossen. Hat uns irgendwie mit dem Turm verwechselt anscheinend. Ach, die hatten wir damals schon alle ausgeräumt. Außer die, da kamen wir nicht dran. Wegen dem netten Herrn hier. Der jetzt nicht mal allzu nett ist. Könnten uns jetzt die tolle Rüstung anziehen, aber was soll's. Können es auch genauso gut durchballern. Nehmen wir den Tisch rot. Was? Hier ist sonst gar keiner mehr. Das war also der letzte Mann, der hier die letzte Bastion bewacht hat. Wow. Was ein Job. Ich glaube, in den Zelten waren noch welche. Wollen wir da einfach mal reinschauen? Ich glaube schon. Oh. Da hat Raoul einfach schon drauf geballert. Ich meine, die wissen doch nicht mal, dass wir das sind, wie alle uns quasi kennen. Das ist wirklich verrückt. Gute Kommunikation ist natürlich so der Schlüssel zum Erfolg. Wir auch noch hier rein, vielleicht gibt es ja noch was Spannendes. Ich wollte gerade schon abdrücken. Ein Rüstungskoffer. Mit Brillenhelm. Wow. Die neueste Mode. Die jedoch trotzdem keiner tragen will. Aber nicht vom Ziel. Jetzt mal, ohne Scheiß, hier waren 2 Leute. Das ist ja fast schon erschreckend. Hier wie so in so einer Geisterstadt. Okay, ist das auch irgendwie, aber. In einem Geisterlager. Ah. Die Flagge. Und der hatte ich auch einen Screenshot gemacht für den Thumbnail, fällt mir gerade ein. So, diese Richtung. So weit war das ja gar nicht. Wieso laufen wir so langsam gerade? Ist das normal? Sind wir immer schon so langsam gelatscht? Okay. Ich bin gerade leicht ver. Okay, jetzt bin ich gerade wirklich langsam gelaufen. Ist man schon so langsam? Konnte man irgendwie rennen? Oh, ich habe das schon so ewig nicht mehr gespielt. Ist ja verrückt, ey. In letzter Zeit habe ich mich mal Dragon Age 2 zugewandt. Was im Nachhinein ein großer Fehler war. Wer es kennt. Und auch nicht mag, wird wissen, was ich meine.
werde da vielleicht auch nochmal so eine Art Review zu machen. Hatte ich mal so die Idee. Wenn ich dann Zeit und Lust dazu habe, werde ich mich mal dran hocken. Hätte auch schon einige Ideen zu. Was ist das? Okay. Nichts Schlimmes anscheinend. Keine Todeskrallen, die plötzlich vor uns spawnen. What the fuck? Ich hab mit der Schrot einfach. Mit der Schrot einfach mal. Wie? Okay, wir machen das wohl. Boah. Das ist eine sehr präzise Schrot. Die kennt nix. Okay, da sind auch noch Feinde, obwohl die Quest eigentlich hier anfangen dürfte. Ach, das ist wieder so einer. Hoffentlich sind die Feinde da drüben mal wieder ein bisschen stärker. Das würde ich mir echt hoffen. Ah, Lonesome Road. Also wenden wir uns dem Add-on Lonesome Road zu. Cool. Sie können niemanden in die Klo. Das wollte ich nicht. Raoul. Jetzt habe ich ihm noch einen Stimpak reingedrückt. Ja, das mache ich auch gerne. Okay. Du wartest jetzt eine ganze Weile. Ich gehe Zigaretten holen. Schon wieder F. Seit wann ist F? Die Third Person Perspekt. Raoul, du folgst mir doch nicht. Wieso kann ich da jetzt nicht rein? Das ist doch jetzt echt für'n Arsch. Ich weiß, ich gehe auch alleine. Okay, dann probieren wir nochmal. Ganz kurz haben wir das jetzt entdeckt. Ja, das haben wir entdeckt. Dann gehen wir nochmal kurz nach. Ah, wir hätten Raoul mitnehmen müssen. Das wird auch wieder eine Chaosfolge, ich merke jetzt schon. Okay. To-Do-Liste, nochmal zu Raoul. Punkt 2, Raoul wieder mitnehmen. Ja, hopp. Genau. Punkt 3, erneut nach Prim reisen. Also, die kennen uns ja jetzt echt schon gut dort. So oft hier wieder eintreffen. So. Jetzt Raoul hier lassen und nicht nochmal ins Okay. Impact reinhauen. Und dann nochmal zum Canyon Wreck. Wreck. Wrack. Ja. Warum kann ich denn. Bin allein! Was soll der Scheißdreck eigentlich? Weißt. Okay. Wir sagen jetzt Raoul, er soll sich verpissen. Er soll einfach abhauen. Wir wollen ihn nicht mehr. Raoul, wir müssen reden. Und zwar ganz dringend. Ich kann nicht glauben, dass wir ins Lucky 38 dürfen. Schon vor dem Krieg war dieser Ort eine Legende. Raoul, das ist ein bisschen her. Leidest du wieder an Amnesie? Raoul, ich glaube, ich muss ohne sie weitergehen. Gute Entscheidung. Ich meine, wenn Sie das wirklich wollen, Boss. Wir sehen uns dann im Lucky Hey, 38. solange Sie mich Ah, nicht zum okay. Black. Ich hoffe nur. Och Gott, nein. Nein, ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl bei Rex. Haben wir noch unser. Ich probiere es einfach. Wenn wir nämlich Rex jetzt quasi noch im Team haben und der uns ja irgendwo abhanden gekommen ist und jetzt durchs gesamte Ödland alleine streift. Moment. Dann haben wir jetzt ein großes Problem, aber eine Sache will ich noch machen. Die stehen da gerade so schön rum. Alter. Die müssen doch alle sitzen. Ja, der hat gesessen. Okay. Genug Schwachsinn gemacht. Wir gehen jetzt zur Lonesome Road. Wir sehen uns gleich wieder und ich werde Rex bis dahin getötet haben. So. Rex ist jetzt nicht mehr bei uns, denn er ist im Lucky 38, genau wie Raoul. Ja, ich habe ihn recht schnell gefunden. Der hat immer noch am Hoover-Staudamm gechillt und nirgendwo waren mehr Feinde. Ich glaube, der hat sich dann ein bisschen ausgetobt. Und jetzt können wir zur Lonesome Road. Die erhaltenen Koordinaten führen in diesen Canyon voller von Sturm zerstörter Wrackteile. Dahinter liegt die Kluft. Die Lonesome Road ist nur etwas für erfahrene Kuriere. Etwa ab Stufe 25. Wir sind, glaube ich, 21. Das dürfte also reichen, da wir ziemlich gut sind. Hoffe ich mal. Sie können auf dem bevorstehenden Weg keine Begleiter mitnehmen und keine dort gefundenen Begleiter nach draußen mitbringen. Sie können aber ausnahmelos alle Ausrüstungsteile und Geräte mitführen. Das finde ich gut. Erweist sich die Reise als zu schwer oder brauchen Sie Nachschub, können Sie jederzeit Ihre Spur zurückverfolgen und in die Mojave zurückkehren. Sind Sie bereit? Dann auf in die Stürme der Kluft. Die Geschichte wartet. Auf zu Lonesome Road. Ich bin gespannt. Schon mal cool. Wir wechseln trotzdem mal. Ah, oh, sogar neues Gebiet.
Also, was wundere ich mich eigentlich? Natürlich ein neues Gebiet, aber auch, weil die Map so anders ist. So, ich wechsle erstmal wieder auf etwas, was mehr im Nahkampf reinhaut, nämlich unsere Jagdschrotflinte. Denn hier könnten ja überall Gegner heruntergesprungen kommen. Ich bin ein bisschen schrecksam, weil das ja für Level 25 empfohlen ist. Aber wir geben uns das jetzt einfach mal. Boah, das sieht echt cool aus. Mit den Lichtern noch und bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Cool, die Röhre kann wirklich hoch. Ja, gehen wir einfach mal gleich lang. Vielleicht ist das ja eine Art Abkürzung. Oder man findet hier noch etwas. Boah. Ziemlich kaputt anscheinend hier. Ein Seesack. Korken. MRE. Und Pistolen für unsere schallgedämpfte Patrone. Genau. Andersrum natürlich. Da haben wir schon mal ein kleines Versteck gefunden. Da ist anscheinend ein Abenteurer vor uns auch hinaufgekrochen. Wusste nicht mal, wie er herunterkommen soll, weil er verwirrt war. Denn für ihn gibt es nur einen Hinweg und einen anderen Zurückweg. Er dachte, da geht's nicht mehr weiter und dann ist er verhungert, anstatt zurückzulaufen. Soll es ja geben. Boah, das sieht ja echt richtig cool aus mit den Röhren hier, wo das dann so. Boah. Nicht runterfallen, Dunkelfall. Das wäre eine ziemlich dumme Idee. Okay, alles abgestorben. Da oben sehe ich noch einen Quicksave, woher auch immer der kommt. Müssen wir etwa jetzt durchkriechen? Ja. Überall Röhren. Was hat das zu bedeuten? Hopewell-Silo-Bunker-Eingang. Langes Wort. Die Hopewell Ballistic Defense Station. Authorized Military Personnel only. Oh. Wir sind hier nicht willkommen. Oder früher waren solche Leute mal nicht willkommen und das wird jetzt als Unterschlupf benutzt von Leuten, die uns gut gesonnen sind. Das hoffe ich jedenfalls mal. Und wir gehen hinein. Ich glaube, ich sollte zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe. Das sieht nicht so aus, als wäre das hier irgendwie großartig in Betrieb. Obwohl eigentlich ja schon, hier läuft Strom, aber nicht so wie es gedacht. Oh Gott, ich habe Angst. Gedacht ist. Dieser Stuhl liegt unnatürlich zur Seite geschoben. Als wäre hier schon mal jemand vor uns gewesen. Präventivmaßnahmen. Gott, wie auch alles hier so in Querlage liegt. Hier brauchen wir einen Schlüssel für. Informatik im Team. What? Diese Konsole stört den Zugriff auf den Silo selbst. Sie ist aber zu gut verschlüsselt. Um sie zu knacken, sind bessere Fähigkeiten notwendig. Zum Fortfahren benötigen Sie ein Objekt zum Knacken des Codes. Bessere Fähigkeiten haben wir nicht Wissenschaft mittlerweile auf 100? Nein, wahrscheinlich bräuchten wir 100, um das irgendwie so zu knacken. Das wäre dezent ärgerlich. Was? Brauchen einen Schlüssel. Hierzu brauchen wir ebenfalls einen Schlüssel. Aktivieren Wartungszugang Stufe 3. Die Wartungstür entriegeln. Und die Protokolle brauchen wir eigentlich nicht. Was uns jetzt wohl erwartet? Noch wird uns nichts Böses angezeigt. Ein Bogenschweißgerät. Okay, das kralle ich mir gleich mal. Wir müssen aber als Ausgleich irgendwas hier lassen. Haben wir noch unnötige Kleidung dabei? Ja, die Soldatenausrüstung. Noch was? Nö. Okay, die hat einiges gewogen. Gucken wir uns gleich mal an, was wir da Schönes bekommen haben. Ach, dieses Inventar ist eigentlich recht cool, aber bis man irgendwas gefunden hat, es war irgendwie Bogen, gell? Ja. Cool. Gleich mal die erste neue Waffe gefunden. Natürlich noch Munition dafür. Eine Atemmaske haben wir ja quasi, oder? Ist das eine Atemmaske? Atemgerät. Nehmen wir die auch noch. Doppelt hält besser, würde ich mal sagen. Noch mehr Munition. Im Schreibtisch warten ganz viele ruinierte Bücher und ganz viele Zigaretten. Für jemand vorgesorgt. Okay, dann geht's hier oben anscheinend weiter. Ein Yucca-Cola-Quarz. Packen wir mal ein. Was haben wir denn hier? Ach, das sind die Roboter von der Enklave aus Fallout 3. Cool. Was können wir damit machen? Botpot-Status. Der ist gesperrt. Wir können ihn aber entriegeln.
War das denn nicht? Doch. Oh Gott. Ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Kumpel. Was waren das denn für Geräusche? Ein Festplattenfehler? Okay, dem geht's wohl nicht so mega gut. Okay, gehen wir mal auf ihn ein. Nein, das war nicht deine Boot... was? Bootsequenz. Das war eine Aufzeichnung. Etwas über einen Ralphie. Keine Angst. Das sind wahrscheinlich nur ein paar alte Daten, die in deinem Hirn herumspuken. Oh, er ist zufrieden. Ich könnte deine Hilfe brauchen, um hier rauszukommen. Kannst du mitkommen? Cool, wir haben jetzt einen ersten Begleiter bekommen. Protokoll 369248-B. Augenbot Duraframe. Universelles Schnittstellen außer Kraftsetzungssystem. Leitung durch Dr. Whitley. Wir haben das Signal verstärkt und das Überlaufpuffersystem vergrößert. Wir sollten 100% Verbindung und Kontrolle haben. Eddie, wenn du bereit bist. Ja, Erfolg. Melde vollen Erfolg für 369248-B. Eddie konnte sich in unter 3 Sekunden mit der Testkonsole verbinden und sie außer Kraft setzen. Gut gemacht, Team. Jetzt können wir mit der Planung der endgültigen Markteinführung loslegen. Okay. Die Aufzeichnung beschreibt deine Entwicklung. Kannst du etwa elektronische Schutzsysteme umgehen? Ah, du meinst Module mit einer Schüssel als Empfänger? Da fällt mir die Konsole im Hauptraum ein. Oh, da geht er aber ab. Gut, rücken wir weiter vor. Ich würde sagen, weiter reden tun wir mit dem dann wahrscheinlich auch noch, um mehr über ihn herauszufinden. Aber erstmal würde ich hier einen kleinen Folgencut machen. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Ciao!